herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tomb Raider. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es heute denn so klappt. Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist auch mit dem Ton wieder so schön wie letztes Mal. Und dann gucken wir mal. Oder? Nee, ich bin da raufgekommen. Oh, bin verwirrt. Okay. Um die weitere Verwirrung hier jetzt von mir zu nehmen, wollte ich nochmal reingucken. Und zwar, was ich denn so geschafft habe, beziehungsweise was da noch alles zu lesen gibt. Und zwar ist mir aufgefallen, ich wollte ja das eine da noch, wo waren das? Das Relikt. Das da unten, genau. Und zwar wollte ich das lesen. Dieses Dokument beschreibt eine Art Reise oder Pilgerfahrt der Maya. Sie hatten anscheinend einen Gegenstand von großer Wichtigkeit bei sich und reisten nach Süden zur Quelle des Rosa Fisches. Ah, okay. Der Amazonas, genau wie Jonah gesagt hat. Genau. Also ist der Amazonas der Rosa Fisch. Das ist ja schon mal gut, das zu wissen. Ich hoffe, mein Ton ist halt genauso gut wie letztes Mal. Keine Ahnung, ich habe nämlich da was umgestöpselt, damit es einfach schöner klingt für euch. Natürlich. Okay. 11%. Okay. In meinem Notebook habe ich Trinity-Marke. Achso, diese Informationen noch dazu. Was ist das? Eine Darstellung der Mondgöttin. Habe ich das schon mal vorgelesen? Oder? X-Chell und Chuck-Chell sind zwei Gesichter derselben Göttin. So? X-Chell ist die junge Frau, die für Leben und Heilung steht und mit dem Vollmond assoziiert wird. Chuck-Chell ist die alte Frau, die für den Tod steht und mit dem Neumond assoziiert wird. Gemeinsam stehen sie für Dualität und den Kreislauf von Leben und Tod. Ja, und das haben wir ja schon gelesen, genau. Und das haben wir auch gelesen. Gut. Pfad der Sterne. Ach, da habe ich ja die Fotos gemacht. Das war der Fisch. Nochmal die Hydra-Konstellation. Okay, nee, das passt auch. Okay, was haben wir denn da noch? Keine aktiven Nebenmissionen. Okay, nö, das passt alles. Ich muss ja diese Ruine erkunden, genau. Und der Überlebensguide, den wollte ich nochmal gucken, wegen Kampf. Ah ja, Pfeile schießen. Drücken Sie R1 beim Zielen, um geräuschlose Pfeile zu schießen. Halten Sie R2, um den Schuss für zusätzlichen Schaden aufzuladen. Ach so, ah cool. Geräuschlose Pfeile töten lautlos, können aber dennoch als Ablenkung verschossen werden. Oh je. Medizin. Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht, wie man da eben die Medizin nehmen kann. Oder nimmt man die automatisch ein, wenn man sie braucht? Keine Ahnung. Konzentrationspflanze. Okay. Erkundigung. Wenn Überlebensinstinkt aktiv ist, erscheinen Einsatzziele wegweisend. Ah ja, okay, das machen wir ja, genau. Messer wissen wir auch mit dem Dreieck. Haben wir ja schon mal versucht. Seilbarrieren. Schießen Sie mit einem Seilpfeil auf eine Seilbarriere, um sie aufzuziehen. Okay, das wissen wir auch schon. Drücken Sie R2, um Überlebensinstinkte zu aktivieren und somit Einsatzziel wegweisend wichtige Objekte, Ressourcen und... Ah, R3 war das. Sorry. Ja gut, das wissen wir ja auch. Genau. Gelände, genau. Springen, schwimmen, wissen wir auch schon, wie es geht. Abseilen, das werden wir nochmal üben. Ich hoffe, ich brauche es jetzt nicht. Ja gut, man braucht es. Das stimmt. Muss man einfach die unteren drücken. Wandklettern, das war drücken Sie... Quadrat am Boden oder in der Luft, um an Felswänden Halt zu finden. Benutzen Sie links, um sich an, also Wänden zu bewegen. Drücken Sie, okay. Naja, Luftblasen haben wir auch schon kennengelernt. Schwingen haben wir auch schon kennengelernt, aber das ist noch nicht so. Halten Sie, okay. Überhang klettern, das ist ja ähnlich wie das andere Klettern. Und Fallen. Achso, Fallen entschärfen. Drücken Sie, da muss man langsam laufen, damit man die Fallen auch findet. Die Welt ist voller alter Fallen wie Decken, Stacheln, Stachelgruben, Windsperre und Stachelpeitschen. Drücken Sie, um Stolperdraht zu entschärfen, drücken Sie schnell, um ausgelöste Fallen auszuweichen. Ah ja, Kreis. Okay, gut. Haben wir's. Und los geht's. Ja,
Da geht es wieder los, dass ich mir denke, ich vergesse irgendwas hier zu sehen. Oha. Geht schon los. Ah! Nein! Ich lese gerade noch was von Fallen und gehe langsam. Nein! Frau! Nein, da muss ich wegrollen. Es geht gar nicht anders. Okay. Jetzt aber. Achtung, Achtung. Scheiße, das hätte ich kommen sehen müssen. Ja, genau. Ich hätte sehen müssen. Ich hab's geahnt und hab's nicht wahrgenommen. Axt klettern. Drücken Sie X, um zu springen, und Quadrat, um halt an der... Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow, der ist ja riesig. Das? Was ist das? Achso, das bin ich. Cool. Wow. Wow. Das ist nicht gut. Nee. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Geht schon los. Alles klar. Ich muss darüber springen. Nein, ich bin zu langsam, oder? Oh nein! Nein! Nummer 1. Wir werden es schon hinkriegen. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Das ist nicht gut. Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe auf zur Spitze. Wo ist die Pyramide? Muss ich da jetzt rüber, oder? Okay. Was ist das? Muss ich das jetzt wegschießen, oder was soll ich damit machen? Hartholz. Bitte unten. Geräuschlose Pfeile hier zu sch- Ach Gott, da brauche ich ja auch noch Material für geräuschlose Pfeile. Aha, okay. Na gut. Was ist das sonst noch drin? Ah, okay. Das müsste ich fast irgendwie wegkriegen. Also es zeigt mir an. Muss man das machen? Keine Ahnung. Nee. Okay. Ich glaube, ich komme da nicht rein jetzt so einfach. Wie soll man denn da reinkommen? Da oben. Darauf? Ich glaube nicht. Okay. Okay. Muss ich jetzt darüber springen? Oh oh. Wo muss ich denn da überall hin? Hätte ich da hoch müssen? Oh nee.
Nein! Boah, Hilfe. Nein, da komme ich gar nicht mehr rüber. Und jetzt? Oh nein! Oh. Scheibe! Leute, wo muss ich da hin? Die Schwierigkeitsstufe für Kampfgelend und Rätsel kann separat. Okay. Also ich bin schon mal auf dieser Plattform hier, oder? Nee. Oder? Doch. Ich glaube, das geht hier weiter. Leute, ich muss hier weiter. Ah ja, okay. Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Beschweren? Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Was ist denn das? Bewegbare Objekte, um bestimmte Objekte zu bewegen. Tue ich das Richtige jetzt? Ich habe keinen Plan, was ich hier tue. Ach du Schande. Nein, da muss ich draufziehen erstmal. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Genau, ich hatte ja letztes Mal noch Fähigkeitspunkte, auch noch Einsatz. Ziel Wegweiser. Okay. Muss ich da jetzt weiter runter? Oder wie? Ja. Gar nicht so einfach. Oh oh. Jetzt bin ich da oben. Wow. Und jetzt? Ah, da kann ich rüber springen. Und dann müsste ich darüber gucken, oder? Nein! Hä? Jetzt bin ich ja weiter weg. Ich werde da rüber. Oh Gott. Ah. Ich habe keine Ahnung. Muss ich da weiter hoch? Darüber geht es ja weiter nichts. Da hinten. Nee. Okay. Wieso? Da geht's nicht rüber. Da kann ich nicht rüberspringen. Nein! Ja. Schieben, ziehen. Drücken Sie Quadrat und links. Okay. Okay, jetzt. Ah, okay. Zur Spitze der Pyramide gelangen. Einsatzziele werden über Lebensinstinkt. Ja, ich muss da hoch. Ich weiß. Aber. Wo kann man eigentlich diese Fähigkeitspunkte hier? Ob das so stimmt. Darüber kann ich ja nicht, oder? Doch. Nein! Ich hab. Also intuitiv drücke ich die falsche Taste, Mensch. Das müsste eigentlich eine andere Taste sein, wie dieses Quadrat. Das ist für mich irgendwie total ungewohnt. Ich weiß nicht warum. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich tun muss. Oh, schneller! Hoch! Hä? Jetzt komme ich da nicht mehr rüber? Oh, shit! Nein!
Wie geil ist das, Quartel? Da rüttelt es voll in meinen Händen mit meinem Controller. Das kann man gar nicht so erleben an der Tastatur, glaube ich. Okay. Ah, da ist was. Ah, ein weiteres Stück. Bericht der Nachhut. Lesen wir später. Okay. Ich denke mal, sonst ist... Ich habe da was vergessen. Nein. Ist es wichtig? Nee, ist nicht wichtig. Dann haben wir es halt. Haben wir es halt nicht. Haben wir es nicht. Nein. Verbinden. Wenn Sie neben einem Pfahl stehen, schießen Sie den dann Seilpfeil auf einen Pfahl. Ah, okay. Das ist wie vorne. Wenn meine Pfeile ausgehen. Wow. Ich hoffe, das muss ich so machen, oder? Wenn Sie neben einem Pfahl stehen, schießen Sie einen Seilpfeil auf eine entfernte Spule. Das war jetzt nicht richtig. Wenn Sie neben einem Pfahl stehen, schießen Sie einen Seilpfeil auf eine entfernte Spule, um einen Seilstrang herzustellen. Gibt es da noch eine Spule? Ach, da oben. Okay. Jetzt hangeln, oder? Oder unten, da unten glüht irgendwas. Da blinkt was. Jetzt? Ich will da runter. Habe ich das jetzt wieder vergessen? Ach nee. Man muss da echt genau gucken. Und ist auch noch was, oder? Es leuchtet auf jeden Fall. Oh, nee. Da bin ich wie so ein kleiner Zwergi, der da unbedingt immer alles haben will. Oh, nee. Vorsicht, fallen. Da ist doch irgendwas am Boden. Oder? Hier. Ach, Gott sei Dank gesehen. Oh. So langsam geht es besser mit diesen. Muss ich jetzt hin? Die Musik ist auch so toll. Rüberspringen. Och nee, da hinten ist auch noch was, was leuchtet. Oder? Nee. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nichts ist, was ich brauche. Okay. Bisschen weit weg, die oder? Die Plattform hängt fest. Shit. Und jetzt? Ist ja echt blöd, oder? Ich muss da rauf. Ach, das sind nur die Wege. Aber ich hab doch da die... Bin ich da hochklettert? Nee, gell? Shit. Muss ich da jetzt zurück? Oh, nee. Ich habe mich irgendwie abgeseilt, glaube ich, gell? Leute, mit dem Seil ziehen. Muss ich da vielleicht zuerst hoch? Nee. Ich glaube, das ist ein vorgegebener Weg, den ich einschlagen muss. Ansonsten kommt man nirgends hin, oder? Nee. Das muss so sein. Die Glockenplattform hängt fest. Nee, wie war ich das? Ich hab da vorhin... Ich glaube, da muss ich ganz schnell genau diesen Quadrat, dieses Quadrat dann klicken. Okay. Nächster Versuch.
Die Glockenplattform hängt fest. Jawohl. Ich lerne es. Cool. Muss ich jetzt diese Richtung? Oh, das sind Pfeile. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig laufe. Da ist noch was. Yeah, wieder was eingesammelt. Okay, da muss ich jetzt das auch nochmal machen. Ja. Ja, langsam läuft es ja. Nee. Nein! Oh, wie komme ich da jetzt hoch? Ach, da muss man genau an der Stelle stehen. Falsche Richtung. Falsche Richtung! Hä? Oh Gott, ist das hoch. Leute, jetzt. Das kommt echt drauf an, welche Richtung man guckt, dann geht es auch in diese Richtung. Wow. Gold. Das sieht aus wie ein Haifisch? Nee. Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Das ist kein Haifisch. Das ist eine Statue. Jetzt geht's denn hin. Schatztruhe. Eine Schatztruhe. Was ist das? Truhen der... Was? Das ist ja blöd. Und enthalten Ressourcen und alte Relikte oder was? Alte Artefakte. Oh ja. Nee, ich kann das nicht aufmachen, oder wie? Ach nee. Ja. Hä? Nein, jetzt habe ich was vergessen und habe das nicht gefunden. Doch, oder? Nein, jetzt habe ich das nicht. Fehlende Ausrüstung, um das Objekt zu öffnen. Ist der Dietrich erforderlich? Hallo Leute, in der alten Pyramide oder alten Höhle bei einem Tempel findet man doch keinen Dietrich. Oh, das ist blöd. Das finde ich jetzt echt doof hier. Ist das hier? Ist das hier? Nee, also das geht gar nicht. Den habe ich jetzt bestimmt unten vergessen. Das ist blöd. Das finde ich jetzt blöd. Naja, kann jetzt auch nichts ändern. Kann den Weg auch gar nicht mehr zurückgehen. Das ist jetzt echt blöd. Dann habe ich bestimmt, da unten war doch irgendwo was, was geleuchtet hat. Zum Beispiel, das ist jetzt Gold, okay. Ach Menno, sag mir jetzt. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Eigentlich müsste ich ja woanders hin, gell? Ist doch darüber. Ach Menno, jetzt muss ich zurück. Okay. Da unten leuchtet was. Seht ihr das? Keine Ahnung, was das ist. Okay, wo komme ich jetzt dahin? Hier. Muss ich da jetzt nochmal rüber? Nee. Ach Menno, ich habe dann Dietrich nicht gefunden. Leute, schaut bitte nach dem Dietrich. Vielleicht gibt es hier noch einen Dietrich und ich habe es bloß nicht gesehen. Nee. Der fehlende Dietrich. Hä? Aber ich komme doch deswegen trotzdem jetzt nicht darüber, oder? Wie soll ich denn darüber kommen? Nee. Das geht ja gar nicht. Oder? Nee. Ach nee, Menno, wo muss ich jetzt da lang? Ist doch da hinten. Das bringt mir aber gar nichts, oder?
nicht auf der Höhe dann? Okay, probieren wir es mal. Könnte ich mich da abseilen? Soll ich es mal probieren? Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Wenn ich jetzt da springe und dann... Nein, das geht nicht. Hier gar nicht zu mir. Ich will jetzt da runter. Nein, das geht gar nicht. Oh, boah, es geht, aber man ist tot. Das ist aber das Quadrat. Und vorhin hat es geklappt und jetzt nochmal. Das ist echt doof. So was ärgert mich. Die Glockenplattform hängt fest. Ich komme da nicht rüber. Ich muss da schneller rüberspringen, glaube ich. Die Glockenplattform hängt fest. Da geht's rüber. Oh, ja. Scheibe. Wow. Nee. Gibt's ja nicht. Ha. Hä? Wow, Leute, jetzt habe ich es endlich geschafft, den Weg. Das ist unglaublich, diese Schatztruhe habe ich noch nicht. Oh, mein Oh. Was ist denn das? Wo geht die hin? Hä? Außen rum? Hilfe. Ich bin ganz verwirrt. Müsste man das jetzt machen, oder? Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Das Wägelchen runterschieben. Ist ja einfach. Okay. Oder? Ey. War das jetzt irgendwie sinnvoll? Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Das kann ich sogar wieder so hinschieben? Ist da noch was anderes am Wagen? Ah ja, genau. Seil verbinden. Halten Sie Ziel und drücken Sie mein Zeitfeld. Ach so, vielleicht von unten. Oder? Nee, hochziehen. Hochziehen, Leute. Was war das? Stopp. Seil verbinden. Kurbeln bedienen. Ah ja, okay. Jetzt auch. Gut. Jetzt schießen wir erstmal einen Pfeil hier. Aber dann steht der falsch. Das ist ja blöd. Den muss man ja eigentlich dann umdrehen. Kann man den umdrehen?
Das geht da gar nicht. Den kann man nicht umdrehen. Den, ist es da unten, dass sich das hier dreht oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache nicht das Richtige. Okay, doch. Ich habe das Richtige. Jetzt drehe ich. Aha, so machen wir das. Und zwar, dass sich der Wagen dreht. Aha, geil. So. Und jetzt. Moment, stopp. Oh, zurück. Ein bisschen. So. Okay. Und jetzt schießen wir hier einen Pfeil runter. Tja, so. Jetzt dann müssen wir das wieder hochkurbeln können, oder? Ja, genau. Cool. Ich habe gleich aufs erste Mal gewusst, was ich machen muss. Oh yeah. Ich werde langsam zur Lara Croft. Leute, jetzt ist es soweit. Und jetzt. Halt. Und zack. Yeah. Bam. Oh Gott, das ist ein bisschen zu viel des Guten, oder? Ja, jetzt kann ich da weiter. Sehr nice. Cool. Ja, und jetzt schauen wir mal beim nächsten Let's Play, was denn hier noch alles vor uns liegt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht wie mir heute. Es lief schon viel, viel besser. Bin jetzt echt richtig mehr gehypt von dem Game. Muss sagen, es macht echt Spaß und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so und ich hoffe auch, ihr habt Spaß beim Zuschauen und dann bis zum nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Lee.